Oh, ein Ring des Lichts. Was bringt der? Plus Angriff, plus Verteidigung. Aber kein Glück mehr. Ach, Glück ist gut. Glück ist voll gut. Und was könnte ich denn für Ringe schmieden hier? Verteidigung, Glück. Golddrop. Oh, mehr Gold. Alles klar, euch Jungs. Ich glaube, ich habe euch ein bisschen gesprengt, ja? Okay, so. Das läuft aber ganz gut hier, oder? Hey, ein Händler! Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Ja, natürlich. Ohne deine Hot Dogs. Er hat Hot Dogs. Ja, Senf. Hot Dog mit Senf. Habe ich was Neues für dich gefunden? Ja, natürlich. Hundezähne. Schön gelb. So wie ich sie mag. Ein leckeres Hundefell. Und ein Trollkfinger. Das sind Trolls. Der sieht eklig aus. Your transaction is most appreciated. Das dachte ich mir. Dass du da drauf stehst, wenn ich dir Trollkfinger verkaufe. Hey, hier geblieben. Arschloch. Siehst du, ein Ring des Lehrlings hat mir das eingebracht. Das wusste ich nämlich, dass der einen Ring des Lehrlings droppt. Gut, dass es sich irgendwie gelohnt hat. So. So. Ich habe gehört, ihr droppt ein paar Items für mich. So, jetzt sind wir wieder da und jetzt... Ach, und... Kommen wir wieder nach oben. Sehr gut. Wie komme ich an diese verdammten drei Schlüssel daran? Oh, Level up. Ja. Nope. Ihr kennt ja meine Strategie. Inzwischen. Ja. Combo Breaker. Diesmal nicht. Oh, was war das? Waren das gerade 2200 Schaden? Alter, gut, okay, er war im Halbzustand. I call that the ultimate ponage. Denn das Leben ist kein Ponyhof. Aber in dem Fall schon. Hallo, wie geht's euch? Ich hätte gerne ein paar andere Angriffskombos. Was war das? Kritischer Treffer. Das ist pervers. Das ist richtig pervers, was ich hier mache. Chaldulbagi. Was auch immer Chaldulbagi ist. Ja, kein Ausweg. Doch, klar. Hier, schau. Ich bin rausgekommen. So. So. 98er Combo. Jetzt kommt gleich wieder mein großer Freund. Oh, das gibt es nicht. Ich heil mich lieber nach hier mit. Okay, geht doch. Oh. Also auf die komme ich nicht klar, auf diese Konter-Moves da irgendwie. Das könnte besser laufen. Ah, ein leichtes Kettenhemd. Ist das? Nein, natürlich nicht. Wo kommt man da hin, wenn ich jetzt hier was Besseres finden würde? Geht ja gar nicht. So, ihr kriegt auch noch was. 30er Hit-Kombo. Und Zimtgebäck. Ist ja auch was. Jetzt so irgendwie so ein bisschen was Zimtiges. Ich mag Zimt. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, ich mag kein Zimt oder ähnliches, die halt auch diese ganze Weihnachtsgebäcksachen nicht mögen. Also ich stehe da ja irgendwie total drauf. Ah. Ey. Nix hier Stomp the Yard und so. Leuchtepilze. Der hat bestimmt Kopfschmerzen jetzt.
So, schauen wir mal, wie kommen wir hier hoch? Ich hoffe, hier ist es falsch. Ich will ja alles erforschen irgendwie. Dass wir hier möglichst viel sehen von der Welt. Eine Trolljacke. Interessant. Oh, oh, hier. Ach, da ist er wieder. Da ist wieder Shiggy. Okay. Das heißt, ich bin hier falsch. Also richtig. Nein, ich werde dich kriegen. There he goes. Forget him. Take a look around. There's something horribly wrong with these mushrooms. These aren't mushrooms, Fidget. They are called bubble sprouts. And it would be wise for us to tread lightly around them. They react rather explosively to movement. Wonderful. Oh ja. Ah ja, okay. Bitte was? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da, wie ich da am besten durchkomme, aber wir gehen das nochmal ein Stück zurück. Denn ich will erstmal noch das falsche Stück erkunden. Vielleicht, ja, vielleicht finden wir noch die Schatztruhe, die Fidget uns da anzeigt. Au! So. Zum Beispiel, indem ich mich hier durchkloppe, was nicht geht. Natürlich. Huh. Was ist das? Ein schwarzes Glückspony. Ich habe das Gefühl, hier geht's irgendwie... Wo war denn da die Abzweigung? War hier irgendwo eine Abzweigung? Irgendwo muss da was gewesen sein, oder? Nö. Das ist ja jetzt doof. Wenn hier schon Ende ist. Ich will dieses schwarze Pony da finden. Beziehungsweise kriegen. Ich will es besitzen. Das soll mein Pony werden. Okay. Also müssen wir hier lang weiter. Schade eigentlich. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen was gefunden. Was so ein bisschen Erkundungsstil hat, ne? Ey, wo kommst du denn her? Oh, hey. Wir sind schon wieder ziemlich low. Ja, der Ballers, ne? Ihr kennt's ja. So, Zimtgebäck finde ich hier ziemlich oft. So. Ja, komm, da kann ich noch unten runter durchlaufen. So. Okay. Timing ist alles. Hopp, lauf. Das ist jetzt hier ein absolut kompliziertes Jump'n'Run-System. So. Muss ich hier runter oder muss ich da hoch? Runter. Vielleicht gibt's oben mal was. Zeigst du mir den Schatz an? Nein? Okay. Dann tut's mir leid für dich, Fidget, aber du bist leider raus. Du bist der Schwächste, du fliegst und tschüss. Ah. Komm ich hier zum Schaf? Ich will dieses Schaf. Ich will dieses Schaf. Dann baue ich mir eine Jacke da draus. Schöne, warme Winterjacke. Komm her. Ich finde es schade, dass man sich, wenn Kombos nicht umbringen kann. Das wäre schön. So. Hier komme ich auch nicht durch. Schaf. Schafi. Mano. Kriege ich irgendwann noch so Wurfbomben oder sowas, dass ich hier durch sowas durchkomme? Das war auch eine coole Kombo. So. So. 86er Kombo. Killer. Huh. Oh, hey. You will most definitely regret meeting me. Bestimmt verstehen wir hier was falsch. This battle will be over before it begins.
So. Autsch. Ah, ich bin vergiftet. Alter! Überfordert! Okay, bam, bam, bam! Okay. Und Ende. Ah. Finish him. Okay, tschüss. And there he goes again. You're welcome, kid. Come now, Gus. He's obviously terrified. Let's go find him. And maybe get out of this raining death. Nein, das wäre zu einfach. So. Aber da oben ging es auch noch irgendwo lang, oder? Oder sehe ich das falsch? Hier so links davon? Nein, natürlich nicht. Achso, ich hatte ein Level-Up. So, Fidget. More Fidget Damage. Okay, also war ich doch schon richtig. So. Oh. Muss das sein? So. Mensch, die ärgert mich hier. Das Spiel hält mich gerade ein bisschen fest. Also ich habe gerade hier... Oh, das ist ein Schafe. Weiße Schafe. Aufgabe, finde das Schwamm. Schlammingen. Ich würde gerne wieder an die Oberflächenstadt irgendwie. Da sind noch ein paar Aufgaben, die auf mich warten. Ich denke, diese Monster waren smart genug, um eine Fence zu bauen. Ich bin sicher, sie haben nicht. Lass uns rüber. Aber wir können doch nicht einfach über den Zaun springen. Nein, das können wir nicht machen. Also ich weigere mich, über diesen Zaun zu springen. Das ist... Wofür baut man denn sonst Zäune? Egal, springen wir drüber. Ui, Schafe reiten! Nein, ich hau nicht nach den Schafen. Ich versuch's auch gar nicht erst, ob das geht. There he is. Hey, moin! Your father's done gonna have himself a heart attack after he hears about this. Oh, ja. I'm sorry, Mama. Mama? Goodness, Big Mama? What would I do if you've gotten yourself hurt? Ah, Mama, look! Those things must have followed me! How'd they jump my fence? Crafty vermin, those surface dwellers. Ah, this is so listic. She does see that I can fly, right? I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that'll clear things right up. Yo, Mama. Back! Back, you beast! I got this ear spoon and I ain't afraid to use it! We aren't here for trouble now. In fact, we just saved your son. Huh? What are they talking about, Bobo? Well, they have been following me for a while. What? How far out did you go? I may just save the spoon for you. I'm sorry. We just came down from the surface to... Do I look like some country bumpkin to you? Of course you're from the surface. I think I'd remember seeing a talking... flying weasel cat thing down here. A weasel cat. I think we got off on the wrong foot here. My name is Dust, and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves, and we're trying to figure out why. Attacked a surface village, you say? Well, if that don't beat all, we underground folk tend to keep to ourselves. Got enough problems of our own already. I'm sorry to hear that. Actually, what I'm saying is, we got enough problems of our own without you surface folk bringing all that nonsense down here. So, if you don't mind... Come on, Dust. We're obviously not wanted here. Wait! That's enough, Bobo! You ought to get back to your chores before I take out the spoon again! Mama, I've seen them fight! They even got themselves a talking sword! I yeah! Help! Ja klar, sprech die Schwerter helfen immer. If their sword spouts rainbows and bowls of delicious baked beans. I don't want their help. Stop saying that! Pa's gonna die if we don't do something! Die? What's going on? Well, our healing wells have gone and run dry. And my pa's done gotten real sick. That's why I went out. To find some more of that water. I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying around? Normally they're bubbling to the brim with mineral water, but just a few weeks ago, they dried up to nothing.
But that still don't excuse you from putting yourself in danger like that. I may not be able to help your father, but I sure as heck ain't gonna lose you too. Ja, Mutti, Mensch, Mutti. I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up, but every creature here is feeling the effects. I'll bet those creatures broke through to the surface looking for more water. Mama, maybe these two can go talk to the lady. The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves, makes the waters flow. She doesn't show herself around here too often, and we can't actually go see her on account of all the nasties living between here and there. In that case, I'll go speak with this lady and see why she stops the flow of water. You do that? This can't all just be a coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up. I'm certain this lady must know something about what's going on. Das finden wir raus. I had you folks pegged all wrong. If you aim to help my husband, I promise not to clock you with my wooden spoon of justice. Oh, der Holzlöffel der Gerechtigkeit. Die coolste Waffe überhaupt. You're heading down to talk to the lady now? You'll help my paw? Oh, vielleicht mal gucken. Do our best, Bopo. Just don't go running off again. You got my word. Okay. Aber damit würde ich jetzt wirklich mal sagen, ist für heute Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde noch zurückgehen zum letzten Speicherpunkt. Und dort das Spiel dann starten beim nächsten Mal. Oh, seht ihr, man kann die Schafe gar nicht verletzen. Ha. Haben wir das auch rausgefunden. So, Mistding. So, und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir wieder ein bisschen Dust spielen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen, Tag, was auch immer. Möge die Macht mit euch sein. Und denkt dran, nächstes Mal geht's wieder weiter. Bis dahin, Leute. Ciao.